Willkommen zurück zu F-Zero GX. Wir sind im 9. Kapitel und damit dürfte das der letzte Part des Let's Plays sein. Wir legen mal los und gucken uns die Zwischensequenz an. Falcon! Falcon! Look, I'm over here, Falcon! Who are you? We are the creators. What are you talking about? We created the whole world. What a surprise! You beat Deathborn with our best creation. Your best creation? So, it was you who set up everything. But why? To tell you the truth, there are no universal forces. What? Now you have become the champion of the Duel Grand Prix. We'll take out your soul from your body and turn it into our creation. Are you ready? Come off it. You think you can beat me? No way! Ja, da merkt man, glaube ich, ziemlich schnell, wie schwierig es ist, eine gescheite Story um F-Zero-Rennen rumzumachen. Also jetzt fahren wir gegen die Geister, die das Universum erschaffen haben. Naja, die Logik hat heute Urlaub. Ja, wie auch immer. Wir werden sie schlagen. Und ich glaube, das dürfte gar nicht so schwer sein wie all die letzten Kapitel. Kapitel 8 gegen Deathborn war schwieriger, Kapitel 7, den Grand Prix war das schwierigste überhaupt und Kapitel 6, was waren das? Das war doch das mit der Bombe, oder? Man sollte hier möglichst versuchen, einfach nur ruhig auf der Fahrbahn zu bleiben und alles andere erweist sich dann. Solange man nicht bremst, gewinnt man das Rennen. Sind halt irre viele visuelle Effekte, wie man sagt, die einen verwirren könnten und man muss mit den L- und R-Tasten arbeiten. So. Das fing super gut an, aber ich hab's, ja, im Blut. Also die Strecke kenne ich gut in- und auswendig. Damals hatte ich zuerst einige Probleme, eben weil ich die L- und R-Tasten nicht kannte. Und deswegen bin ich auf die Bremse und dann ist es schwierig, den Geist zu schlagen, den man nicht rammen kann. Weil es ein Geist ist. Nun denn. Und so wird unser Let's Play mit diesem Part enden. Ich denke mal, das ist okay. Die F-Zero-Fans, die hatten jetzt 19 Parts. Action mit Captain Falcon. Der Story-Modus. Und die 4 Grand Prix gezeigt. Ach Mann. Ich bin aber unkonzentriert. Ja, und wenn wir die 4 Grand Prix haben. Wie gesagt, der 5. habe ich schon mehrmals erwähnt, den. Der ist einfach. Das ist zu krass, die Anforderungen, um da hinzukommen. Um den zu bekommen. Deswegen lassen wir es. Ist ja kein 100%. Nicht wahr? Habe ich auch nie behauptet. Ich wollte zuerst eigentlich nur den Story-Modus mit euch spielen, hab mir dann gedacht, okay, ich zeige euch auch die Grand Prix und ich glaube, es hat eine Menge Spaß gemacht. Jeder Grand Prix hat, ja, schon so seine Vorzüge gehabt. War spannend, war mal schwer, mal interessant. Auf jeden Fall sind die Kurse sehr abwechslungsreich. Das auf jeden Fall. Und das finde ich schon sehr gut. Und eklige Kurve. Eklige Kurve. Krütze zum Erholen. Runde 2. Und das müssen wir eigentlich nur. Das müssen wir eigentlich nur dreimal hinkriegen. So, ich glaube, wir brauchen gar keinen Boost. Der wird uns nicht überholen. Solange wir nicht auf die Bremse drücken. Kann man natürlich sehr gut vorstellen, dass es in den anderen Schwierigkeitsgraden, es gibt ja noch schwer und es gibt brutal oder extrem, wie das heißt. Da muss man dann bestimmt boosten bis zum Abwinken.
Aber ich bin, also so krank bin ich auch wieder nicht. Ich bin froh, dass ich es durchgeschafft habe. Das Game. Und die Stelle, die wir eben hatten, mit der hatte ich so meine Probleme früher. Da muss man ganz geschickt die L-Taste usen. Wir können einmal einen Boost geben, so an der Startstrecke. Bin ich der Meinung, da geht es relativ gerade zur Sache. Da habe ich mich noch gut gerettet eben. So, das meine ich. Aber sonst will ich kein Risiko eingehen, weil vom Geist ist weit und breit nichts zu sehen auf der Karte. Ich habe jetzt mal einen kurzen Blick auf die Karte riskiert. Der Geist ist weit hinten. Ja, und der Sieg ist nahe. Sogar noch viel einfacher, als ich es in Erinnerung habe. Also Kapitel 7 ist die schwerste. Das schwerste Kapitel. Ja, die Hintergründe und so, die gehen einem schon langsam auf den Sack. Aber wenn man lernt, sich auf die Strecke zu konzentrieren... Ach du Schande! Ich könnte sowas von... Okay. Sehr, sehr ärgerlich. Aber gut. Es war schön, mal was anderes zu spielen. Haben bislang nur wenig Leute Let's Played. Tja, und um nochmal drauf anzusprechen, die Zukunft von F-Zero, weil es ist ja der letzte richtig große F-Zero-Teil gewesen. Aus dem Jahre 2003. Das ist jetzt satte 8 Jahre her. Und ich denke mal, die Grafik, die war für 2003 bombastisch und heute ist sie immer noch über dem Mittelmaß, ja. Also noch richtig gut. Oder wie seht ihr das? Wollt ihr sagen, das ist selbst für heutige Verhältnisse noch schlechte Grafik? Könnt ihr mir nicht erzählen. Vor allen Dingen durch die Schnelligkeit. Wenn es natürlich nur halb oder viertel so schnell wäre, würde man alles ein bisschen anders betrachten. Ist ja damals fast zeitgleich erschienen mit Mario Kart Double Dash. Und da war ich ein bisschen enttäuscht von der Grafik von Mario Kart Double Dash. Vielleicht war ich schon ein bisschen zu verwöhnt von F-Zero GX, ja. Und so langsam. Mario Kart war so langsam. Aber es war echt, das war eine schöne Zeit. Gut. F-Zero GX ist wirklich so genial, auch die Strecken und die Abwechslung und die Grafik. Oh, verdammter Mist, ey. Da habe ich irgendwie nicht so viel gesehen. Dass man sagen kann, es hat die ganze GameCube, das auch auf jeden Fall, die ganze GameCube-Ära und auch die ganze Wii-Ära begleitet. Aber ich muss sagen, es wird jetzt allerhöchste Eisenbahn für einen neuen Teil. Es gibt noch immer keine Infos, während ich das aufnehme. Und ja, es wäre eigentlich ganz geil, für Wii U einen neuen F-Zero-Teil zu haben. Jetzt regt er mich auf. Ich denke mal, das wäre auch ja, sinnvoll und ich denke mal, dass Nintendo auch davon profitiert, ein beliebtes Franchise mal wieder einen Ableger zu spendieren. Und wie F-Zero GX sich richtig Mühe geben, einmal richtig Mühe geben und dann kann man sich wieder 8 Jahre lang ja, Mario und Zelda widmen. Sag ich mal so. Wobei man sagen muss, Sega hat ja mitgearbeitet an F-Zero GX. Und das ist, okay, ich musste ganz kurz was rausschneiden. Sorry, Leute, dafür. Wurde wesentlich gestört, um das mal so auszudrücken. Oder ich habe es nicht rausgeschnitten, das weiß ich ja. Während ich aufnehme nicht, ob ich es schon rausgeschnitten habe. Na gut. Doch, doch. Ich bin schon zuverlässig geworden. Okay. Wir wollen jetzt diesmal diese Strecke schaffen und ich habe es schon mal erwähnt. Es ist viel schwieriger, die Strecke zu fahren, wenn man dabei reden muss und sich was einfallen lassen muss, was man redet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, dass zum Beispiel F-Zero GX nicht nur die ganze GameCube-Ära geprägt hat, finde ich, sondern auch die ganze verdammt... Ja. Sondern auch die ganze Wii-Ära geprägt hat, finde ich.
Und dass es jetzt aber nach 8 Jahren trotzdem mal an der Zeit wäre, einen neuen Teil rauszubringen. Nintendo würde sich ja selbst ins Bein beißen, wenn sie es nicht machen würden. Denn es ist ein beliebtes Franchise und ja, das ist ein bisschen verbunden mit Kohle. Ich finde, dass man FCU nicht ausreizen kann wie Mario, Zelda, Pokémon, sondern dass man das immer ganz wenig machen sollte. Aber dafür dann ein Knallerspiel. Und sowas auch mit FCU GX. Also ein richtig geiles Game rausgebracht und dann erstmal sich auf den Lorbeeren ausgeruht. Ich sehe nichts. Ich hasse es, wenn es hochgeht, dann sieht man nichts. Mann, oh Mann. Genauso hier. Runterfallen ist da halb so schlimm. Jetzt werde ich fegen. Jetzt werde ich hier sterben. Das war knapp. Also okay, ich sag jetzt mal so, ich bin in Runde 2 und wenn ich jetzt ganz kurz Redepausen einlege, dann dürft ihr mir das nicht übel nehmen. Weil ich will jetzt so langsam mal diese Mission packen. Kein Bock da jetzt wieder 3 Parts rumzumachen. Hat das Let's Play ein bisschen langweilig gemacht dadurch, sorry. Hat man dann auch gemerkt an den View-Zahlen, ne? Gut, ist mir egal. Ich wollte halt euch die Abschnitte alle mal zeigen und das habe ich getan und ich habe mir nichts vorzuwerfen. So, Achtung. Okay, das klappt ganz gut. Wenn ich auf den rechten Rand schaue und dann L drücke, geht das ganz gut. Jetzt oder nie. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das Gefühl habe. Oder ob es wirklich der Fall ist. Warum schlittert das leider in letzter Zeit so? Dass die visuellen Effekte im Hintergrund von Runde zu Runde immer verwirrender werden. Also der ganze Hintergrund bewegt sich und ist immer mehr. Oder ich glaube eher zu Ende der Strecke ist da mehr los als jetzt hier am Anfang noch. Jetzt wo ich nicht rede, werde ich ein bisschen aufgeregt. Achtung! Das sind blöde Kreise. Okay, das ist ja schon die 3. Runde. Okay, Leute, aufgepasst. Endlich, ich hab's geschafft. Wir haben das Let's Play beendet. Gucken wir uns noch die Zwischensequenz an. Natürlich ganz chillig für Captain Falcon. Er erledigt die Geister, die das Universum erschaffen haben, natürlich so jede Woche. Wenn es hochkommt, auch 2-mal die Woche. Und wir wissen jetzt auch, wie seine Frisur aussieht, nämlich nicht an. Alles andere als spektakulär. Vielleicht hat er auch nur einen Helm auf, weil er sich keinen Friseur leisten kann. Gut, das war das Let's Play zu F-Zero GX. 19 Parts mit vielen Fails, aber auch mit interessanten Glückmomenten, dann wo es dann endlich geklappt hat. Und das müsste jeder mal selbst ausprobieren. Also FCU GX ist immer noch ein Knaller und kriegt man jetzt schon sehr günstig überall in den gebrauchten Läden. Und ohne Scheiß, greift zu, ein Grafikknaller und schnell und macht richtig Spaß und ohne Scheiß. Also ich bin jetzt nicht bezahlt worden, um das zu sagen, sondern das sage ich aus voller Überzeugung. Jetzt wird auch nichts mehr Spektakuläres kommen und ich denke mal, damit ist das Ganze hier abgeschlossen. Danke fürs Zusehen. War was anderes. Ich bin ja vielfältig. Und ja, Leute. Thank you. Bis zum nächsten Part und ciao. Nein. Was laber ich eigentlich da? Bis zum nächsten Projekt und ciao.
Tschüssi.